Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sag einmal guten Abend und ich möchte auch euch ein bisschen vorbereiten, warum ich heute so naturpur hier sitze. Ich habe bereits meine abendliche Reinigung des Gesichtes hinter mir und beginne jetzt eine Pflege. Und zwar möchte ich heute euch die Produkte der Firma Lynia vorstellen. Die Firma Lynia ist eine polnische Kosmetikfirma, die in Breslau ihren Sitz hat und in Polen schon sehr, sehr bekannt ist. Schon seit langen Jahren. Sie stellen Naturprodukte her und zwar wirkliche Naturprodukte mit Inhaltsstoffen sowie Schneckenschleim, Harnstoffe, so etwas, was alle schon mal gehört haben, von ganz früher her. Ganz viele schöne Dinge, die in den Naturprodukten drin sind und die gut für unsere Haut sind. Ich habe vor guten 4 Wochen ein Angebot von der Firma Lynia bekommen, das doch mal zu testen. Zu diesem Zeitpunkt ging es mir schon recht gut. Ich habe ja schon lange relativ gut jetzt geschlafen, hatte vorher große Probleme mit dem Schlafen. Das soll aber nicht das Thema sein. Ich schlafe auf Zirbenkissen. Dazu verlinke ich euch ganz unten unter dem Video natürlich auch meinen Link. Wenn ihr da mehr wissen wollt, werde ich euch auch aufmerksam machen zu den Videos zu Zirbenkissen und zum Decken. Seitdem ich gut schlafe, hat sich meine Haut schon ein ganzes Teil verändert. Ich bin 67 Jahre alt, seit Februar. Und mich hat schon immer gereizt, mal so ein bisschen von Naturprodukten mehr zu hören. Ich selbst hatte es bisher immer über meine Mutter gehört, die Jahrzehnte Naturprodukte benutzte und zwar wirklich Ringelblumen gesammelt hat, Löwenzahn gesammelt hat, ihren Honig für den Winter gemacht, Gänseblümchen Honig hergestellt, Gurke aufs Gesicht gelegt, mit Ananas, Enzyme und was sie alles gearbeitet hat. Im Winter Kastanien gerieben und eingelegt, im Sommer Brennnessel in Apfelessig eingelegt. Ich weiß es gar nicht mehr. Also meine Mutter hat ihr ganzes Leben und sie ist heute 94 Jahre, sie hat eine Top-Haut, hat sie von Naturprodukten gelebt. Und deswegen hat mich das gereizt, als mich die Firma angeschrieben hat auf Instagram und gefragt hat, ob ich das nicht mal testen würde wollen. Ja, ich habe den Test begonnen und sie schreiben, dass 4 Wochen, also 28 Tage, die Haut braucht, um sich ein bisschen zu erneuern. Also habe ich auch vom Grundprinzip her wirklich diese Produkte probiert. Ich habe so ein kleines Warenlager bekommen, auf meine Haut abgestimmt. Ich habe eine sehr, sehr trockene Haut. Ich bin total begeistert, was meine Haut betrifft, wie sie sich jetzt in den 4 Wochen verändert hat. Ich bin kein neuer Mensch geworden, nein. Und es sind auch noch Falten da. Aber wenn ich persönlich, und ich habe mir Abschnitte meiner Haut fotografiert, bevor ich damit angefangen habe, und gucke eben immer wieder nach und habe festgestellt, dass es doch ganz irrwitzig schon nach ein paar Tagen begonnen hat, sich etwas zu bewegen in meiner Haut. Ich habe plötzlich festgestellt, dass so diese trockenen Fältchen, die ich hatte, so ein paar trockene oder Krähenfüße, dass die sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass die sich erhoben haben. Ich habe angefangen mit der Peeling-Enzymmaske. Hier steht alles noch auf Polnisch drauf, weil es ist ja eine polnische Kosmetikfirma. Man hat mir alles auf Deutsch zugeschickt, um euch alle Inhaltsstoffe noch einmal nahezulegen, muss ich euch bitten, ins Instagram zu gehen. Da habe ich Videos von jedem einzelnen Produkt gemacht und da habe ich auch über die Inhaltsstoffe gesprochen.
Das ist eine Peeling-Enzymmaske mit Papaya. Damit habe ich angefangen. Das ist für 3 Mal Anwendung fürs Gesicht. Man rührt es echt ein, so ein bisschen wie, ja, ich sag immer so ein bisschen wie Moldoföl sieht es aus. Es riecht ganz entfernt nach Frucht und man trägt es wirklich ganz toll auf die Haut auf. Ich möchte auch heute genau aus diesem Grunde dieses Video machen, damit ihr auch wirklich alles mitbekommt. Ihr seht selber, wie toll. Gerade jetzt ist sie auch ein bisschen kühlend und sie lässt sich wirklich ganz geschmeidig und ganz schön auftragen. Ich habe sie angerührt und trage sie auf. Sieht natürlich auch auf dem Gesicht ein bisschen lustig aus, aber ihr seht selber, wie schön geschmeidig sie sich auftragen lässt. Augenpartie, Mundpartie natürlich freilassen. Und ich war sogar ganz mutig und deswegen bin ich heute ein bisschen freier angezogen. Ich habe sie sogar bis den Hals runter aufgetragen, weil es von der Menge hier gut hinkam. Man kann die also auch auf den ganzen Körper auftragen. Dann müsst ihr aber wirklich die gesamte Menge nehmen und ich glaube, dann müsst ihr auch anders wie ich sehr, sehr schlank sein. So, mit dem Dekolleté war ich am Anfang ein wenig vorsichtig, aber ich habe es bisher ja aufgetragen und dann wirkt sie 10 bis 15 Minuten ein. Und dann wird sie mit warmem Wasser abgenommen. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr sie nicht trocken werden lässt. Also es ist keine Maske zum Abnehmen, sondern es ist eine Maske, die dafür sorgt, dass diese Hautschüppchen und die oberflächlichen Unreinheiten tatsächlich nachher weggehen. Ja, jetzt müsst ihr ein bisschen vorlieb nehmen, weil ich will euch ja auch ein bisschen was erzählen. Also, das ist die zweite Portion. Es ist auch ein sehr schönes Päckchen, in dem man es oben abschneidet. Und dann kann man es verschließen und kann es wirklich beiseite stellen und die beiden anderen Portionen später machen. Ich habe also eine Portion tatsächlich vorm Urlaub genommen und zwar gleich, weil ich wissen wollte, wie reagiert dann meine Haut. Man ist danach nicht so rot, die Haut ist auch nicht so ausgetrocknet, sondern man empfindet es als frische Maske. Es wird auch dadurch ein bisschen kühl. Jetzt heißt es ja, man soll es nicht trocknen lassen. Dazu rät die Firma, dass man es zwischendurch mit ihrem Rosenwasser einsprüht. Und ihr seht, es fängt ja an, dort trocken zu werden. Rosenwasser ist natürlich immer gut. Das heißt, ich sprühe das auf, sodass es auch wirklich immer eine Art Feuchtigkeit hat. Ich habe es geliebt und liebe es nach wie vor weiter. Und ich liebe auch dieses Rosenwasser. Von den Inhaltsstoffen genauso alles Natur. Ich habe es vorgestellt. Also traut euch bitte wirklich ins Instagram zu gehen. Auf meine Seite ist der gleiche Name, Farbenfroh 60 Plus. Und dann findet ihr im unteren Bereich tatsächlich die Videos. Das sind so kleine Viertelstunden-Videos und da habe ich wirklich jedes einzelne Produkt vorgestellt und jedes einzelne Produkt auch von den Inhaltsstoffen. Hier stehen sie noch auf Polnisch, weil die Firma ja tatsächlich auch lange in Polen jetzt schon bekannt ist und jetzt arbeiten sie daran, dass sie auch diese Produkte hier außen in Deutsch beschriften, damit wir besser klarkommen und auch schneller lesen können. Rosenwasser kennen, ich glaube, 2 Drittel von meinen Abonnenten kennt es, wenn nicht sogar mehr. Rosenwasser ist immer etwas Angenehmes. Ich finde das auch sehr schön. Ich habe das Rosenwasser in der großen Hitze jetzt tatsächlich auch im Kühlschrank zu stehen gehabt, dass es mich kühlt, dass es mich erfrischt. Es ist ein feines Spray. Es ist ein handliches Spray. Es ist einfach total schön.
Ja, ich lasse das jetzt einfach ein bisschen einwirken und bevor wir weitersprechen, seid ihr so gut und holt euch einen Kaffee oder einen Tee oder wenn es jetzt abends ist, ein schönes Gläschen Wein. Ich nehme jetzt dann die Maske ganz langsam ab und dann sprechen wir weiter über die Produkte, die ich noch habe. Reine Naturprodukte, schöne Naturprodukte, Produkte, die etwas versprechen, was bei mir tatsächlich schon nach ein paar Tagen als Veränderung festgestellt wurde und nach 4 Wochen ich eigentlich sagen kann, das, was ich also vom Grund her mache, ich benutze noch die Reinigung von anderen Präparaten, weil ich da keine Reinigung habe, aber vom Tonic Water bis übers Serum mit Schneckenschleim. Ja, auch wenn es sich komisch anhört, aber Schneckenschleim hat eine besondere Wirkung. Es gibt Farmen, wo Schneckenschleim hergestellt wird. Schneckenschleim. Das heißt, die Schnecken leben da in Ruhe und in Frieden, können sich richtig satt essen, leben in wirklich in Frieden. Und wenn man die Schnecken dann abnimmt, dann gibt es eine bestimmte Drüse, die ganz vorsichtig angeregt wird und da kommt dieser Schneckenschleim raus. Und von daher wird dieser Schneckenschleim dann praktisch genommen. Also den Schnecken wird weder wehgetan, noch werden die Schnecken für den Schleim getötet, noch werden die Schnecken umgebracht. Nein, im Gegenteil, es gibt wirklich in Frankreich, in Deutschland, es gibt Schneckenfarmen, wo tatsächlich Schneckenschleim für Kosmetikprodukte hergestellt wird, ohne dass man dem Tier etwas antut. So, ich wasche mir das jetzt schön mit lauwarmem Wasser ab und ihr wartet einen Moment. Bin schneller da, als ihr denkt. So, nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt nur 5 Minuten die Maske einwirken lassen. Wenn man dieses Video natürlich auf Pause stellt und dann kann ich rumlaufen so viel wie ich will und kann abwarten, bis ich die Maske abmache, kann die Maske abmachen und ihr denkt, schwuppdiwupp, ich bin nach einer Minute wieder da. Also, ich habe wirklich die Maske angewendet. Ich habe ein wirklich frisches Gefühl. Ich sehe gerade, ich habe es noch ein bisschen in den Haaren. Und das war für mich das erste Produkt, was ich ausgetestet habe. Und danach hatte ich gleich ein sehr angenehmes Gefühl, ein sehr glattes Gefühl. Ich muss mich mal im Spiegel begucken. Ein sehr glattes Gefühl. Ein sehr, sehr frisches Gefühl und ein beruhigendes Gefühl. Also nicht so, dass irgendetwas gespannt hat oder dass irgendetwas mich gestört hat. Nein, es war wirklich Natur pur und es war ein richtig angenehmes Gefühl. Ich habe sogar den Rest dieser Maske dann noch auf meine Handrücken gegeben. Und auch da fand ich das sehr schön, habe das anschließend abgemacht, weil gerade die Handrücken sind ja immer so ein bisschen die Rauchstellen, ne, die wir so haben. Ja, ganz glatt hat sich die Haut gezogen, was ich also sehr, sehr schön fand. Es ist jetzt sehr, sehr trocken. Und weil es dann so trocken war, habe ich natürlich dann mit einem Kleenex-Tuch das frische Tonic Water genommen, was sehr schön erfrischend ist. Es ist wirklich feucht und hat mir das Gesicht damit dann richtig gut erfrischt. Damit bilde ich dann gleich im Grunde genommen die Basis, um dann mein Gesicht weiter zu behandeln und mein Dekolleté. Ich habe ja nur eine bestimmte Menge erst einmal zugeschickt bekommen. Ich werde sicherlich noch ein Folgevideo machen. Was ich ganz toll finde, weil ich das getestet habe und weil ich wirklich zufrieden war und wirklich authentisch zufrieden war,
weil nichts gebrannt hat, nichts irgendwie war. Ich konnte mich über die Firma Lynia wirklich sofort immer an jemanden wenden, der mir auf Deutsch wirklich alles erklärt hat und gesagt hat, das ist für das gut geeignet, nimm das. Ich konnte sagen, ich habe eine sehr, 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 sehr trockene Haut. Natürlich gibt es auch von der Firma Linia Produkte für ölige Haut, für unreine Haut für ganz normale Haut. Auch da wird einem sehr, sehr gut geholfen und wird einen auch beraten. Und man muss nicht Polnisch sprechen, was ja für uns Deutsche immer ein bisschen schwierig wäre. Ja, und ich habe auf jeden Fall, möchte ich zu dem Zeitpunkt sagen, wo jetzt noch das Tonic Water so ein bisschen einwirkt, weil es ganz wichtig ist, wirklich jedem Produkt die Zeit zu lassen, der Haut die Möglichkeit zu geben, es erst einmal aufzunehmen. Viele von uns oder viele von euch oder viele Leute, um jetzt keinen persönlich anzusprechen, machen diesen Fehler abends, ich gehe mal husch, husch, husch ins Bad. Oder auch morgens, ich gehe husch, husch, husch ins Bad. Und dann mache ich Folgendes und dann mache ich meine Reinigung und dann mache ich mein Micellenwasser und dann haue ich mir noch ein paar Augenpads hier drunter für die Feuchtigkeit. Und wenn das dann alles durch ist, dann mache ich. Oh, jetzt habe ich irgendwas im Auge. Jetzt habe ich wahrscheinlich eine Wimper im Auge. Moment. Übeltäter raus, ich habe tatsächlich eine Wimper. Ich habe mir was gewünscht. Und dann machen sie sich schnell eben die Nachtcreme rauf oder vielleicht noch vorher ein Serum und dann die Nachtcreme rauf. Und da muss ich immer dazu sagen, es ist wirklich ganz wichtig, dass die Haut, dass die Möglichkeit hat, jedes Produkt, was ihr benutzt, auch erst einmal aufzunehmen. Also lasst euch für dieses ein bisschen Zeit. Geht lieber früher ins Bad. Macht dieses ganze Ritual und lasst jedes Mal ein wenig Zeit. Nehmt euch die Zeit, die Maske aufzutragen, sie wirken zu lassen. Nehmt euch die Zeit, so wie ich jetzt, das Tonic Water, damit die Poren sich schließen und damit die Haut einfach auch ein bisschen erfrischt ist. Und erst wenn das richtig trocken ist, dann könnt ihr das nächste Produkt nutzen und das bitte auch wieder einwirken lassen. Weil es ist wirklich ungesund, eben dieses auf die Schnelle zu machen. Dann nehmt wirklich nur ein Produkt und geht ins Bett und sagt, ich mache morgen früh mehr. Es gibt die Abendtypen und es gibt die Morgentypen. Also, ich bin immer der Abendtyp. Abends lasse ich mir richtig, 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 richtig Zeit, um meine Haut zu pflegen. Da gehe ich immer rechtzeitig ins Bad und früh morgens bin ich die Schnelle. Da muss das dann schnell gehen und da geht es dann eher mit zwei Produkten und abends geht es von mir aus mit sechs Produkten. So, meine Haut ist jetzt trocken. Ja, jetzt wollte ich noch dazu sagen, weil ich eine so wahnsinnig gute Veränderung an meiner Haut festgestellt habe, weil ich so ein gutes Auskommen und auch so eine gute Kommunikation mit der Firma Lynia habe, wo mir alle Kleinigkeiten beantwortet werden, habe ich jetzt tatsächlich von der Firma Lynia einen Rabattcode bekommen. Allerdings nur bis zum 6. Juli, weil man feststellen will, wie viele möchten denn jetzt gerne von euch mal Naturprodukte ausprobieren. Wir haben die Zeit im Moment, wo die Leute sagen, ich gehe zurück zur Natur, ich möchte mein Gesicht mit Natur pflegen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ja, ich will aber auch von der Firma und von der Firma, weil der Flakon so gut aussieht und weil der Flakon so gut aussieht und weil da doch die Marke ist. Also, die Naturprodukte vertragen sich natürlich auch immer mit allen anderen Produkten, die wir nutzen. Also, das ist ganz klar. Ein Naturprodukt kann ja nicht gegensteuern. Ein Naturprodukt ist etwas, was ihr zusätzlich verwenden könnt. Ich wollte wirklich meine Haut einmal runterbringen, wollte alles einmal in Natur machen. Und natürlich nehme ich auch eine
Tagescreme dann mal zwischendurch, wenn ich mein Gesicht mit den Naturprodukten behandelt habe, dann nehme ich eine von Avon oder dann nehme ich eine von L'Oréal und trage mir die noch auf. Es ist gar nicht so verkehrt, aber die Haut selber verändert sich natürlich, wenn man mal eine Zeit lang, und das habe ich jetzt wirklich 4 Wochen gemacht, wirklich mal nur die Naturprodukte und daraufhin dann höchstens Schminke. So, wir haben verschiedene Serum. Ich habe jetzt ein Serum mit Vitamin A, C und E. Das ist in so einer flüssigen Form mit so einer Pipette anzuwenden. Das kann man als Serum nehmen und als zusätzliches Serum, was ein bisschen mehr hat und was diesen Schneckenschleim, also Snail, wie heißt das dann? Snail-Sekretion, das ist ja das Sekret von der Schnecke, drin hat, kann man auch noch mehr machen. Das ist ein bisschen noch intensiver, aber auch das ist schon sehr schön. Ich nehme das jetzt hier immer am Morgen, weil es eben sich sehr schön leicht auftragen lässt. Und dieses Serum, weil es noch ein bisschen reichhaltiger ist, nehme ich am Abend, also jetzt. Es ist so ein, ja, es ist so ein, wie soll ich ihn sagen? So, seht ihr das? So ein, eine Art Ölform. Die trage ich jetzt richtig auf aufs Gesicht, auf den Hals und aufs Dekolleté. Gleich einen Schluck trinken. Das fand ich von Anfang an sehr angenehm, weil es ein leichtes Auftragen ist auf die Haut. Ich habe auch so einen Gesichtsroller, womit ich manchmal am Abend, nicht jeden Abend, mein Gesicht dann richtig rolle, um eben die Unebenheiten unter der Haut wirklich glatt zu kriegen. Das zieht ganz schnell ein. War nur so ein bisschen Klopfmassage, aber es zieht wirklich sehr, sehr schnell ein. Und es hat sofort, auch bei mir, das ist kein Filter drauf, sofort eine beruhigende Wirkung und sofort auch eine glättende Wirkung. Ich weiß nicht, ob ihr es von vorher seht. Es ist wirklich ein schönes Serum und ein naturbelassenes Serum und ein reichhaltiges Serum. Aber auch in diesem Serum müssen wir die Zeit lassen. Um die Zeit zu überbrücken, kann ich sagen, wenn ich das dann früh morgens nehme, bekommt es mir sehr gut. Und dann nehme ich mit dem Snail-Sekret, nehme ich den Booster am Morgen. Das ist so eine Feuchtigkeitscreme. Ich schüttel das. Was ich auch immer ganz toll finde, sind tatsächlich diese Pumpflaschen. Das zeige ich euch jetzt hier. Das ist wirklich eine Feuchtigkeitscreme für den Tag. Man sieht auch sofort, dass es sich schön verreiben lässt. Und ich weiß nicht, seht ihr den Unterschied? Es hat so einen frischen Kick im Gegensatz zu dieser trockenen Hand. Es ist ein frischer Kick, es zieht auch schnell ein und hinterlässt so eine Art Straffung, als ob die Haut so ein bisschen gestrafft wird. Und 28 Tage, sagt die Firma, braucht die Haut, um sich zu verändern. Und ich habe tatsächlich in der ersten Woche, innerhalb von 5 Tagen, habe ich gesagt, da ist doch eine Veränderung. Das hier wird so schön glatt und wirkt also auch entgegen auch diese Mundfältchen, wenn ich sie jetzt mal so mache, auch diese Mundfältchen wurden etwas glatter. Hierum wurde es glatt. Ich hatte hier sehr tiefe, mal sehen, wenn ich das noch so mache. Ich hatte hier 3 sehr tiefe Falten, die so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein zerknittertes Blatt aussahen.
Und die polstern sich von innen her auf. Also das heißt, es kommt eine Menge Feuchtigkeit in die Haut und das verändert sich tatsächlich zu vorher. Und das hat mir gefallen. Also ich nehme das für morgens dann als Feuchtigkeitscreme über diesem Serum und abends nehme ich dieses Serum. Es sind alles so, ich sag mal, Kosmetikartikel, Produkte, die anfangen zwischen 5,60 € und Maximum 21 €, wenn es wirklich um diese Booster geht oder um diese speziellen Dinge. Dann wird es schon etwas teurer. Aber ansonsten unter 10 € viel zu haben und trotzdem eine gute Behandlung zu haben und dann ein hygienisches Verfahren durch die ganzen Pumpfläschchen. Man muss also nirgendwo in die Tiegel greifen, finde ich auch immer sehr, sehr schön. Abends habe ich dann noch den Crème Plum. Das ist ein sehr reichhaltiges, soll man zur Nacht nehmen. Auch mit vielen, vielen Inhaltsstoffen, unter anderem natürlich auch Kollagen und Arganöl ist drin und ganz viele Naturprodukte sind drin. Auch dazu gibt es die Videos. Ich habe jetzt noch nie probiert, muss ich ganz ehrlich sagen, die Videos, die kleinen Viertelstunden-Videos vom Instagram. Ob ich die verlinken kann. Ich werde es probieren, ob ich die unten in die Infobox verlinken kann. Ansonsten weise ich euch nochmal darauf hin, geht ins Instagram, kommt auf meine Seite, traut euch, ihr könnt mir dann auch persönliche Nachrichten schicken. Ansonsten, wer wirklich interessiert dran ist, meinen Rabattcode gebe ich unten an und ich gebe natürlich auch die Firma unten an, schaut euch auf den Seiten um. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie unter dem Video in den Kommentaren. Die liebe Magdalena, die mir immer weiterhilft, die sehr gut Deutsch kann und wirklich sehr bemüht ist, so diese Grätsche zwischen der polnischen Firma und den Deutschen auch aufrechtzuerhalten, die beantwortet auch die Fragen, die ihr habt und die vor allen Dingen die spezifischen Fragen, die ihr noch stellt. Ich kann auch nicht alle Inhaltsstoffe im Einzelnen nennen, aber ich habe, wie gesagt, die Produkte wirklich im Einzelnen vorgestellt. So, jetzt habe ich also alles für den Abend drauf. Das heißt, der Rest fehlt noch und zwar der Crème. Das ist eine sehr reichhaltige, dickflüssigere Lotion, würde ich sagen, lässt sich auch sehr leicht auf die Haut auftragen. Wir wissen auch alle, ich hoffe, wir wissen alle, dass die eigentlichen Polinnen wirklich eine sehr schöne Haut haben, sehr gepflegt auch sind. Das heißt nicht, dass wir nicht auch gepflegt sind, aber dass sie sehr auf ihre Haut und auf ihre Pflege achten. Und lange sehr jugendlich aussehen. Und ich glaube, dass ein Naturprodukt natürlich lange dazu beiträgt. Ich freue mich wirklich, wenn sich viele dafür interessieren. Und geht einfach auf die Seite von Lynia, schaut euch um. Und ihr wisst, dass ihr auf jeden Fall 15% auf alles, außer auf die Versandkosten, nicht schlucken. Die sind derzeit aus Polen noch relativ hoch, glaube knapp unter 10 €. Lässt sich auch im Moment noch nicht ändern, was ich aber auch verstehen kann, weil es ja schon, weil die so langsam hier nach Deutschland rüber schwappen wollen. Und ich denke, viele werden neugierig sein, viele werden sagen, ich möchte das mal ausprobieren. Und ja, dafür gibt es dann eben diesen Rabattcode, dass wenigstens auf alles andere 15%
Rabatt für euch da ist, allerdings wirklich nur mit meinem Rabattcode und auch nur bis zum 6. Juli. Das ist so eine Art Testphase für alle. Also das heißt, ihr könnt das testen, es wird getestet, ob ob ich euch gut berate, ob ich euch angenehm irgendwie rüberkomme. Es wird demnächst noch ein Video geben, weil ich kriege weitere Produkte zugeschickt, weil ich eben so zufrieden bin und möchte natürlich noch, was Reinigung anbetrifft, was Sonne anbetrifft, auch gerne noch weiter testen. Und das schicken Sie mir zu und auch dazu wird es dann Videos geben. Wenn ihr es bestellt und über meinen Rabattcode bestellt, das wird halt festgehalten. Und je nachdem würde ich dann weitere Rabattcodes für euch vielleicht herausbekommen. Das liegt jetzt ein bisschen an eurem Interesse an Naturprodukten und natürlich an eurem Feedbacks, an euren Wundvorstellungen, an euren Hauttypen und ob ihr dazu überhaupt Lust habt. Und das lasst mich wissen, indem ihr mir in die Kommentare unter dem Video schreibt, ob ihr an Naturprodukten einfach null Interesse habt oder ob ihr schon auch gewillt seid zu sagen, Mensch, ich will das mal ausprobieren. Dann kann ich mehr für euch erreichen. Ja, ansonsten abonniert meinen Kanal. Ich sehe nicht immer so aus. Ich mache auch sehr gerne Schminkvideos, aber das war mir ganz wichtig, weil wenn wir über Naturprodukte sprechen, dann möchte ich auch als Naturpur hier vor die Kamera treten und nicht mit einem Face, was irgendwie einen Filter drauf hat oder was euch eine andere Art von Haut zeigt als die, die ich habe. Und insofern soll es dann auch Natur sein. Das ist jetzt also meine Abendpflege gewesen. Meine Morgenpflege wisst ihr jetzt auch, wie ich die mache. Die Maske mache ich maximal, diese schöne Peelingmaske, wende ich maximal einmal die Woche an, weil es wirklich viel, viel, viel erledigt und da gibt es auch noch mehr Masken. Ja, und wer also Interesse hat, macht das. Wer Lust hat, abonniert meinen Kanal. Wer noch mehr Lust hat und noch mehr Fragen hat, fragt bitte in den Kommentaren, schreibt mir eure Kommentare. Bitte auch diejenigen, die jetzt schon mittlerweile, von denen ich weiß, die schon Lynia bestellt haben, von meinen Followern im Instagram, bitte, bitte, bitte seid so gut und schreibt drunter, wie zufrieden ihr seid. Das ist ja auch immer wichtig. Vielleicht auch, was ihr für Haut habt, ob ihr eine ölige, ob ihr auch so unter sehr trockener Haut leidet wie ich. Und ja. Natürlich auch diejenigen, die mit Lynia schon lange Jahre arbeiten und sich ihre Haut pflegen, auch bitte die mal schreiben, was ihnen besonders gut gefallen hat. Und ich weiß, ich werde lange dabei bleiben, obwohl ich auch zwischendurch wieder für euch natürlich andere Produkte testen werde, aber Lynia hat meine Haut schon beeindruckt. Jo, damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und die natürliche und authentische Farbenfroh 60 Plus sagt Tschüss, eure Farbenfroh 60 Plus. Bis zum nächsten Video. Lynia wird sicherlich auch noch mal ein Video bewährt sein mit den neuen Testartikeln. Tschüss.